Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer Runde Fortnite Battle Royale. Wird so ähnlich sein wie die letzte Freitag der 13. Folge. Und zwar will ich hier auch nur einmal erklären, wer die Folge noch nicht gesehen hat, gerne einmal reinschauen. Und zwar habe ich für Fortnite Battle Royale und Freitag der 13. ein bisschen was geplant. Und zwar werde ich das in Zukunft, denke ich, bin mir nicht sicher, da ist eure Meinung gefragt, bitte da auch an die Kommentierfaulen einmal bitte in die Kommentare schreiben. Ich würde es gerne in Zukunft in den Streams aufnehmen. Bedeutet, ich spiele es im Stream und lade die Folgen dann am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen in 3-4 Parts hoch und spare mir sozusagen die Arbeit, das hier immer noch aufnehmen zu müssen und zu sagen, ich nehme es auf und dann schaffe ich es nicht und das ist halt immer ziemlich blöd. So können wir, wenn wir den Streamer verpasst haben, trotzdem immer noch ein bisschen Freitag machen. Also es ist halt die Möglichkeit, ohne dass ich ganz damit aufhören muss mit Freitag der 13. oder Fortnite, weil in Zukunft halt super viele Projekte geplant sind. Jetzt unter anderem Evolve in 2, was ich hundertprozentig durchspielen möchte. Dann kommt nächste Woche Freitag schon. Boah, war das schlecht. Das war richtig schlecht. Nächste Woche Freitag auch schon. Nächste Woche Freitag auch schon South Park raus. Und South Park würde ich gerne, wenn ich ehrlich bin, auch extremst intensiv spielen. Mario Odyssey kommt auch in 2 Wochen. Das würde ich auch sehr, sehr gerne let's playen. Das sind so die 3 Projekte, auf die ich mich schon ewig freue. Und die kommen halt zeitgleich raus. Und ich glaube, für mich persönlich wäre es einfacher, wenn wir in Zukunft Freitag und Battle Royale in den Streams machen und das dann nach und nach halt hochladen, anstatt, oder beziehungsweise ich das dann hochlade, anstatt das dann komplett noch Solo-Parts in den Aufnahmen machen zu müssen und in den Streams. So habe ich halt eben abends dann Zeit mehr und mich auf die anderen 3 Sachen konzentrieren. Ich würde auch gerne endlich mal Crash Bandicoot abschließen und Mario Battlefront, was laber ich da für ein Bullshit, Mario und Rabbids Kingdom Battle, was ich auch mega hyped war, genauso wie auf Crash, und ich schaff's einfach nicht, diese Spiele fertig zu machen. Deswegen würde ich da den Vorschlag machen, Battle Royale, also Fortnite und Freitag in den Streams, dann habe ich Zeit, den Rest in Ruhe zu Ende zu machen, und wir haben trotzdem die beiden Spiele nicht aufgegeben, zumal es mir mit den beiden Spielen, es bietet sich an, es ist ein Multiplayer, es bietet sich halt an, mit der Community zu zocken, und das finde ich in einem Livestream einfach wesentlich geiler, als jetzt hier so alleine. Egal, wir sehen uns in Runde 2. Leute, Runde Nummer 2. Wir sind gerade bei 5 Minuten Aufnahme. Das ist richtig peinlich. Egal, wir stürzen uns gleich wieder. Na, wir gehen mal in die Factory. Zumal da nicht so einer hingeht in die Groove sowieso, aber in die Factory nicht unbedingt. Wenn wir damit als erstes rausspringen, so quasi jetzt. Jetzt. Shit. Das war extrem schlecht. Sind wir einer der Ersten, beziehungsweise hätten es sein können. Mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Und die Leute lassen uns so ein bisschen. Aber ich bezweifle es sehr stark. Pech ist auch immer in der Factory, weil Zone heißt das Ding. Man weiß halt nicht genau, wo die Zone erscheint. Und wenn sie halt immer auf der anderen Seite der Karte erscheint, musst du halt extremst viel laufen. Ich guck mal. Guck mal, wir sind aber wenigstens alleine. Ah, der Lümmel da unten. Guck mal. Da ist doch schon wieder ein Lümmel mit einer blauen Waffe. Park. Aber ich habe eine Pistel. Das ist meistens. Hä? Okay. Irgendwo muss ich den auf jeden Fall kriegen. Ich höre ihn. Da ist er. Also da unten drinnen links war er. So, nee, war keine Falle. Ich dachte gerade, das wäre nur eine Falle gewesen, das Blaue, aber es ist eine Shotgun. Na gut.
Ist auf Nahkampf trotzdem sehr hilfreich. Und es müsste eigentlich der einzige jetzt gewesen sein. Ja, Standardpistol habe ich. Standardpistol habe ich. Also ich würde nicht behaupten, dass ich gar nicht schlecht bin, aber ich glaube, die Runde wird ganz gut. Sowas darf man auch halt einfach nicht sagen. WTF, Alter. Wir sehen uns gleich in Runde 3. Runde Nummer 3, Freunde. Mann. Kaum sagt man einmal, okay, die Runde läuft ganz gut, dann war's das. Das darf man nicht sagen. Das darf man in keinem Fall sagen. Deswegen schätze ich, gehen wir einfach mal wieder in die Flush Factory. Springen quasi wieder ein bisschen nach hinten. Mit dem Risiko, dass wir laufen dürfen und dann weit. Aber es ist halt immer noch safe eigentlich. So, komm, einmal aufs Dach bitte. Einmal aufs Dach bitte. So, ist hier noch ein eins. Okay, einer ist hier noch. Den sollte ich aber weggemacht kriegen. Ist hier. Eine Maschinenpistole. Das ist halt immer so ein bisschen... Nee. Aber hier haben wir schon mal eine nice Waffe. Um den Typen einmal ordentlich mitzugeben. Okay, hier hat er irgendwas zerstört. Ich habe ihn gehört. Die Waffe geben wir auf jeden Fall nicht mit. LOL! Ey, ist das schlecht. Ein Fail nach dem anderen, Leute. Auffinden. Runde 4. So, letzte Runde, Freunde. Part Runde Nummer 4. Eieiei, so schlecht habe ich lange nicht mehr gespielt. Wir gehen nochmal in die Fabrik. Scheißegal. Auch wenn ich jetzt wieder Extremes verlieren sollte, wisst ihr, nicht in die Fabrik gehen. Oder warte mal, gibt es hier irgendwo ein Alleinstehendes... Da ist ein alleinstehendes Haus, aber da fliegen auch schon Leute hin, denke ich. Ja, jetzt habe ich richtig Grütze gebaut. Egal, ich fliege mal hier vorne hin. Da sind so alleinstehende Dinger. Ah, kann gefährlich werden, so one-on-one. Das ist echt fies. Aber... Ich bin alleine. Okay, das ist mega Glück. Ich versuche mal seitlich jetzt ein bisschen schneller runter zu fliegen. Wir holen uns natürlich direkt die Waffen, die hier oben im Haus sind. Da sind meistens immer die besseren. Habe ich das Gefühl? Muss nicht stimmen, aber vom Gefühl her würde ich sagen, sind oben immer die besseren Sachen. Tja, sorry, dass ich gerade nichts gesagt habe. Ich habe mich ein bisschen konzentriert, wenigstens die Granate ordentlich zu werfen. Hat aber soweit ganz gut geklappt, denke ich. Ja, da würde ich trotzdem gerne mal rein. Lol. Ja, moin, was gibt's denn da Schönes? Lol, das war schlecht. Boah, eine Pistole, nehmen wir die mal mit. Kann nicht schaden. Ich denke mal, hier hat er wahrscheinlich schon leer geräumt. Oder? Gucken wir mal. Ah, hier ist gleich mal eine Kiste. Krass, okay. Wir sind direkt in der Zone. Ich werde mich jetzt in die Stadt begeben. Ist wahrscheinlich kein
besonders kluger Einfall, aber tja, was soll ich anderes machen? Deswegen ab geht's. Auf. Aber wir nehmen das erstmal das Haus. Wir nehmen erstmal das Haus. Das ist nämlich noch so alone. Aber da ist auch schon leer. Guck mal, die Tür ist offen. Ah, ne, ist ein Fenster. Ja, moin. So. Ne, hier liegt noch alles rum. WTF. Pistolenmuni gehört mir. Locker. Pistole lasse ich liegen. Braucht keiner. So kann auch mit Munition kaum einer gebrauchen. Ich glaube, da haben die ein paar Schuss. Sofort. Granaten. Momentan eine meiner Lieblingswaffen. Also mitunter, weil... Ihr habt gesehen, es schockt mega, da das ganze Gebäude einfach nur wegzusprengen. Wenn die einem auf den Sack gehen, weil... Du hast halt durch die Wände und so einen Scheiß schleichen. Geht, aber mit einer Handgranate einfach mal alles wegbomben, geht halt besser. Da rechts war schon einer, ich habe ihn gesehen. Ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Das Haus wird gelootet sein, Leute. Aha, schau mal. Da wird einer im Haus sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und... Ja, ich weiß halt nicht, ob der Schocker einen umbringt, wenn man da hochgeht, die Treppe. Deswegen... Ach, das sind Wandfallen. Nee, das ist, falls einer reinkommt. Das ist, falls einer reinkommt. Okay. Ja, ich setz selten Fallen. Das ist, Problem würde ich das jetzt nicht nennen, aber es ist schon... Ha! Hab ihn. War mehr Luck als alles andere, Leute, von daher. Was hat der gute Mann dabei? Eine grüne MG. Eine blaue Handfeuerwaffe. Ja, Leute, das wird heute nichts mit mir. Ich würde sagen, wir beenden den Part. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, diente hier hauptsächlich zu Informationszwecken. Also wenn er trotzdem gefallen hat, gerne in die Kommentare schreiben und den Daumen nach oben da lassen. War aber relativ schlecht für meine Verhältnisse, von daher. Ah, wir sehen uns im nächsten Part, Stream, whatever. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.